So, da bin ich ja echt mal gespannt. Alduin ist scheinbar weg. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wir gehen mal weiter den Weg nach oben. Falls es einen Weg nach oben gibt, Habe überhaupt. gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ach, der Weg dauert mir zu lang. Ich gehe einfach. Weil also dieser Weg führt ja dann nicht mehr weiter da hoch, ne? Sondern der führt ja dann weiter dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, fast. Ja, der Weg biegt nicht ab. Also gehen wir halt einfach wieder querfeldein hoch. Und hoffen, dass wir es diesmal nur mit einem Drachen zu tun haben. Fände ich sehr schön. Dann hätte ich vielleicht auch eine Chance zu überleben. So, also Alduin ist wirklich nirgendwo mehr zu sehen. Dafür fallen mir jetzt gerade die ganzen Nordlichter auf. Finde ich sehr schön gemacht. Ah, guck an, da ist er ja. Bevor wir jetzt hingehen, werden wir zunächst mal nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, wo sind eigentlich Delfine und Espern? Frage ich mich jetzt gerade, sind die irgendwo hängen geblieben oder ich hätte etwas öfter nach denen schauen sollen. Weil die zwei waren ja doch eine recht große Hilfe eigentlich. Ich würde die ungern verlieren. Oder sind die vielleicht abgebogen? Delfine, Espern, wo seid ihr? Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Ich weiß es nicht. Du bist nicht dieses Drachenblut. Sind die... Also hier geht ja der Weg hoch. Sind die vielleicht den Weg hier hochgelaufen? Kann das sein? Stehen jetzt dann da oben irgendwo rum? Falls ja, hätten sie ruhig mal was sagen können. Nein, die sind hier wohl scheinbar nirgendwo. Ich sehe sie zumindest nicht. Dafür sehe ich den Drachen. Also Espern und Delfine haben sich mal wirklich aus dem Staub gemacht. Da kann ich nur sagen, buh! Buh! Mich einfach so im Stich zu lassen, finde ich eine Frechheit. Außerdem wollten wir doch zusammen reisen. Also Leute, ne? Also so geht das nicht. Wenn ich euch finde, werde ich euch erstmal den Kopf waschen. So, falls ich euch finde. Auf jeden Fall müssten sie irgendwo entlang der Straße sein. Falls sie einfach stehen geblieben sind und sich nicht irgendeinen anderen Weg gesucht haben. Da war der Wolf. Also auf jeden Fall beim Kampf gegen die Nord waren sie noch da. Da haben sie ja noch mitgemacht. Nur wo sind sie jetzt? Delfine, Espern, wo seid ihr?
Und warum seid ihr nicht bei mir? Seid ihr sicher, dass dies der richtige Weg ist? So, S-Bahn haben wir schon mal gefunden. Der rennt jetzt davor. Okay, ich renne mal mit. Solange ich kann zumindest. So, wo ist er denn jetzt hinter Esbern und warum ist Delfine nicht bei ihm? Ah. Das ist doch zum Verrücktwerden. Bisher hat er die Wegfindung und Begleitung von solchen NPCs super gut funktioniert. Aber jetzt in dem Moment... Ja, warum rennst du eigentlich in die Richtung und bleibst nicht bei mir, Esbern? Vor allem, wo bist du denn jetzt hingerannt? So, hat der Drache mich jetzt gesehen? Och, Esbern. Könnt ja fast wetten, dass der jetzt den Weg da hochgelaufen ist. Komm her, Drache! Ich will jetzt noch nicht gegen den Drachen kämpfen. Ich würde erst gern Esbern und Delfine einsammeln. So, Lydia kämpft natürlich schon gegen ihn. Na ja, klar. Auch ohne Esbern und Delfine. So, Drache, komm, lande. Aber nicht jetzt mich hier anhauchen mit deinem doofen Atem. Schrei dich mal an. Einhändige Größe auf 53. So, du hast auch orkische Pfeile dabei, Stahlpfeile, Drachenknochen, Drachenschuppen und einen Haufen Gold. Sehr schön. So, dann nehme ich mal die nächste Drachenseele in mich auf. Das dürfte jetzt aber Nummer 6 sein. Die Wache braucht nicht nervös zu werden, wenn ich da bin, denn was macht denn das Kind da? Die Kinder... So, Drachenseele aufgenommen. So. Erik. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Wo ist Esbern? Ist er denn wirklich bist du? Tot? Rorik. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Die Statue ist doch bestimmt nach dir benannt, Rorik, oder? So ist es. Seht euch nur um. Mir gehören die meisten der Ländereien, die ihr hier seht. Den größten Teil davon habe ich erworben, als meine Kameraden dem Kaiserreich im Süden im Kampf gegen den Altmeribund halfen. Damals wollte hier absolut nichts wachsen, das Land war wertlos. Heute blühen unsere Höfe, dank harter Arbeit und dem Segen der Götter. Okay, und hat der Krieg eigentlich von eurer Siedlung und ihren Bewohnern seinen Tribut gefordert? Bis jetzt noch nicht, es ist aber durchaus möglich. Die meisten für den Kampf geeigneten Männer des Fürstentums wurden in die Armee eingezogen. Also gibt es weniger Schwerter, die die Straßen vor Banditen und wilden Tieren schützen können. Und mit zunehmender Kriegsdauer und schwindenden Vorräten werden unsere üppigen Felder und Lebensmittellager natürlich zu verlockenden Zielen für verzweifelte Männer. Wir können nur auf ein schnelles Ende dieses Konflikts hoffen. Je länger dieser Krieg sich hinzieht, desto schlimmer wird es für uns alle. Ja, das ist im Krieg, glaube ich, relativ normal. Und wenn du während dem großen Krieg damals im Süden hier das ganze Land gekauft hast, dann hast du doch bestimmt nicht im Krieg gekämpft, oder? Ja, das habe ich. Ich habe eine Einheit aus mehreren Dutzend Männern befehligt. Hauptsächlich Rekruten aus den Dörfern in diesem Teil des Fürstentums. Ich hätte in diesem Krieg fast mein Leben ausgehaucht. Ein Altmeri-Soldat hat mich mit seinem Schwert durchbohrt und mich zum Sterben liegen lassen. Ein Heiler namens Juan hat mir das Leben gerettet.
Seit diesem Tag ist er mein engster Freund. Glaubt mir, dieser Mann vollbringt wahre Wunder. Glaube ich dir, aber jetzt habe ich dir nicht mehr viel zu sagen. Ich suche immer noch Espern, meinen Freund. Ist er da? Na, das ist nicht Espern. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Lemkiel. Bei den Göttern, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, immer noch auf der Suche nach Espern und Delfine. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ne, ich gehe jetzt erst nochmal hier hoch. Vielleicht hat sich einer der beiden, oder vielleicht beide sogar, das wäre mir am liebsten, nach hier oben begeben. Dann würde ich ihn nämlich gerne hier oben finden. Und wir sind ja eh hier hoch, in Richtung Alduins Mauer. Ich bin mal gespannt, ob die sich vielleicht... ob die hier hochgerannt sind. Ziehen wir erstmal wieder unsere Waffe, denn es könnte ja wieder wilde Tiere geben. Obwohl, wenn die beiden davor gerannt sind hier hoch, dann wohl eher nicht, aber man weiß ja nie. Aha, das sieht doch aus wie Banditen. Seufz. Ihr hättet nie herkommen sollen. Schlangenfindenschanze entdeckt. Ich kann euch nicht besiegen. So, Abgeschworener. Schamane? Dornenherz der Abgeschworenen. Da ist ein Heilzauberer. Na, ist es der hier? Hoppala, ich sollte jetzt vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was trinken. Und zwar... da, Zaubertrank der Heilung. Einer, zwei und mehr habe ich nicht. Dann trinken wir hierfür noch zwei. So, war's das? Mit den Abgeschworenen? Nein, nicht ganz. Da oben hat's. Da räuchern wir jetzt gerade hier im Barbarendorf aus, oder was? So, sterb schon! Ja, ich kann euch nicht besiegen. Sterben ist dein Job. Und ja, richtig. Du kannst mich nicht besiegen, aber du kannst sterben. Dankeschön. So, was haben wir denn hier oben? Haben wir hier noch was? Lass mich raten, das ist der Tempel der Himmelszuflucht. Schlangen finden Ruinen. Okay, nee, da wollen wir mal jetzt noch nicht rein. So, jetzt werden wir erstmal das Ganze hier durchsuchen, was wir gerade ausgeräuchert haben. Ich meine, die Jungs und Mädels, sie hätten ja ruhig etwas freundlicher zu uns sein können. Dann würden sie noch alle noch leben. So, was haben wir denn hier? Ein Eisenzwein, der Eisenkriegshammer. Ein Stahlhelm. 35,5. Ich glaube, unserer ist besser, oder? Stahlhornhelm. 35,5. Ah, der Geldbeutel nehmen wir gleich mit. Trollschädel. Säcke. Salz drin, nehme ich mal mit. Kartoffeln brauchen wir nicht. Großer Sack, da hat nämlich Äpfel drin. Dann Legende des Roten Adlers. Schauen wir mal rein. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, oder? Die Legende des Roten Adlers von Tredain Drenn, Archivat von Winterfeste. Ich meine, dieses Buch hätten wir schon mal gelesen. Bin mir aber jetzt nicht so ganz sicher. Dann haben wir hier noch Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches Band 1 von Stronach Ktoi, dem dritten kaiserlichen Historiker. Da haben wir auf jeden Fall auch schon mal
den einen oder anderen Band gesehen. Ich bin mir jetzt überhaupt gar nicht sicher, ob wir den speziellen Band schon mal gesehen haben. Ich weiß auch nicht, ob es die Bücher mehrfach gibt im Spiel oder ob es jedes Buch nur einmal gibt. Auf jeden Fall können wir die Schmiede mal kurz benutzen, denn wir können halt, ich will ja nicht schmieden, ich will ja eigentlich eher schmelzen. Kann ich jetzt aber nicht. Weil wir haben ja, was war es, Korundum-Erz eingepackt. Krug, Betonister, die Wolfskönigin, Buch 4, 6 Gold. Oh, Zaubertrank der kleinen Heilung, sehr schön. Goldener Smaragdring. Stiefel und Kleidung lassen wir liegen. So. Ah. Okay, das war es gar nicht so schwierig. Ein Zwergenstreitkolben, 2416. Weiß gar nicht, was haben denn wir? Veredelter Mondstein. Ja, nehme ich mit. Zauberrang der Austrauer, Magiker. Den Zwergenstreitkolben nehme ich auch mal mit. Und schauen wir gleich mal, was man denn... Wir haben ja einen Elfenstreitkolben, 26 und wiegt 17. Der Zwergenstreitkolben macht 24, wiegt 16. Ja, behalten wir beide mal.